Ja, und was kann man noch biegen? Also jetzt noch so ein iPhone-Biegevideo machen, das ist ja irgendwie bescheuert. Nee. Ich dachte mir, wenn der Gerd schon hier ist, wir werden den Gerd verbiegen. Guck mal, der Gerd biegt. Und das meine ich ernst. Gerd, ich habe hier eine kleine, der Gerd ahnt nichts, ja. Ich habe nämlich eine kleine Versuchsanordnung hier improvisiert, und hier ein bisschen Platz schaffen. Und zwar möchte ich dich bitten, hier, diese Bierkisten da, also diese Mineralwassergetränkekisten, da solltest du dich doch bitte mal mit deinem Popo so drauf setzen. Ja, setz dich da mal drauf, bitte. Okay. In diese Richtung oder jenen? Wie du willst, ist mir egal. Und das jetzt... Das schon mal ganz gut. Ja, genau, pass mal auf. Und hinter dir habe ich jetzt noch so Zeugs hier. Ja. Und da lehn dich mal zurück. Ja, ich komme dir hier so ein bisschen entgegen. Okay. Ja, genau, lehn dich mal zurück. Ja, genau, ja. So. Ja. Und entspann dich, dann finde ich hier deine Beine. Und das kommt hier drauf. Ja, so. Ja. Und jetzt mach dich mal richtig steif. Ja. Und jetzt ziehe ich hier unter deinem Popo und ziehe ich das weg. Und jetzt so. Und Leute, ist das spektakulär, oder? Pass mal auf. Du ziehst auf. Tada! Es funktioniert. Und jetzt wollen wir gucken, ob der Gerd sich durchbiegt. Soll ich mich da draufsetzen? Nee. Aber ich glaube, langsam rutscht hier was weg unter mir. So, ich brauche eine Stütze. So, bitteschön. Ja. Also, Gerd biegt sich nicht durch. Ja, so kein gut. Konstruktionsfehler, würde ich mal sagen. Jetzt kannst du wieder nach vorne. Gerd, so. Also, das wird hochgeladen zu YouTube. Und dann wollen wir mal gucken, wie viele Klicks wollen wir haben? 80 Millionen.